Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kyrandia 3. So, wir haben noch eine Runde hier zu erledigen. Jetzt brauchen wir wieder Schirm und die Flossen. Das wäre die letzte Höhle hier noch ab. Ja, abriegeln können oder abchecken können. Flossen waren hier. Just what I need. So. Ich glaube, dann nehmen wir einfach mal so den Schirm und schweben direkt mal runter. This umbrella might help me float down. So. Einmal ziemlich weit unten. Aber wir machen halt hier nicht Stopp, sondern es geht weiter. Furchtbar weit unten. Amazing. Ja. So, ich glaube, hier waren wir schon drin. Bin mir aber nicht sicher. Where is Reginald? You bad little merman! Do not go so far away! Tja, die Fischwelt, auch da erinnere ich mich noch dran. Welcome to Limbo. You've been asleep for several years. Several years? Apparently, you fell on the wrong side of the cataract. The garbage man found your body and sold it to the queen. She's always wanted a human. Who the heck are you? Where the heck am I? And what am I doing here? What's this collar on my neck? Good morning! At last! I am glad to see you awake! After you have adjusted a bit, we will play games! I don't have time to play games. Oh, yes you will! I am the Queen of Limbo, and you are the newest member of my harem! I am flattered, of course, but I'll have to be leaving now. You have no choice! You will come when I call! But now, I must take my nap! What a weirdo! Let's find a bus and get out of here! Oh ja, die Fischwelt. Ich glaube, die war jetzt auch nicht so sonderlich. Also, ich glaube, da waren auch wieder ein paar nervige Passagen drin. At this point, I'd trade everything for a nap. Nehmen wir uns erstmal den Schlüssel hier mit. Goldenen Schlüssel kann man ja nie... Ja, kann man eigentlich immer gebrauchen, kann man nie übersehen, wollte ich gerade sagen. So. Können wir mit den Fischen was machen? Towerfish? Is this their job? Towerfish? Okay, ich glaube, da kommen wir zurück zur Königin. Gehen wir doch einfach mal gucken, was wir hier Schönes haben. Erstmal eine Runde umschauen. Oh no. Genau, und das passiert jetzt halt öfter mal. Uh-oh. I think you're in trouble here, pal.
tic-tac-toe now! Great. And since I am the queen, I will go first. Dann entscheide dich mal. Wie gesagt, das ist ganz schön, dass dann hier diese Fischmännchen kommen. Wir müssen jetzt verlieren. Das Problem ist, sie ist wohl relativ schlecht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ist, glaube ich, schwierig jetzt zu verlieren. Gehen wir mal dahin. Na? Entscheide dich mal, wo gehst denn du hin? Ja, wie gesagt, sie hat es irgendwie schon verhauen. Also... gucken vielleicht... Alles klar, dann werden wir einfach mal das Mittelfeld so gut wie möglich freilassen. Wahrscheinlich setzt es jetzt oben rechts in die Ecke oder so. Ach nee. Doch. Na gut, zumindest können wir jetzt nicht mehr gewinnen, aber sie muss auf jeden Fall gewinnen. Das ging ja dann doch einigermaßen. Und danach gibt es ja hoffentlich eine Runde Ruhe. Du hast nur diese eine Möglichkeit, meine Liebe, da brauchst du nicht mehr lange überlegen. Well, I suppose that shows who is the best tic-tac-toe player. You are a masterful tactician. So, ich glaube, da haben wir jetzt auch ein bisschen wieder Zeit, um uns um andere Angelegenheiten zu kümmern. Na? Without a doubt, your skill is frightening. What did you say? Am I the best? You're a genius. I could never imagine those moves you make. My humble thanks for your candor. You may go for Rolic now. Maybe we'll play again later. Ta-ta. Tüdelü. Ja, das mit dem Vorhersagen kann ich nachvollziehen. Ach stimmt, wir konnten ja hier noch rutschen. Ha, ich erinnere mich. Linke Socke. Die vermisst doch bestimmt irgendjemand. Hey, keep your hands off my stuff. Oh. What is that? That's my old monochrome monitor. This place is weird. Tja, jetzt haben wir ein TFT zugelegt. Hier reden wir doch mal mit diesem Fischlein. Who's there? My name is Malcolm. Who are you? You smell familiar. I'm Buddy, the blind bat fish. I run the sanitation concession here in Limbo, and I buy and sell junk. Cool. Klingt auf jeden Fall sehr erträglich. Oder einträglich. Who's there? Are you the new tax collector? That's me. Better give me your payment. Okay, here you go. Na, danke. So. Leckere Fischmünzen. Any chance you'd make an advance payment? Well, no. But here's some free advice. Don't come around so often. Coole Sache. So, da hätten wir hier schon mal ein bisschen was an Geld eingesammelt. Dann gucken wir mal, ob wir die Rutsche noch betätigen können. Wir werden hoffentlich jetzt nicht wieder mittendrin von der Königin angerufen. Zum Tic-Tac-Toe spielen. Na, ich hätte es nicht sagen sollen. Distract her, you know, romantically. I want
to play tic-tac-toe now! Great! And since I... Ja, das kennen wir ja schon. Ja, wie gesagt, die Sache ist halt, ich glaube, wenn wir jetzt gewonnen hätten, hätten wir nochmal spielen müssen. Aber wie gesagt, ich denke mal, solange ich mich einfach aus der Mitte fernhalte, sollte es noch einigermaßen möglich sein, dass sie gewinnt, oder die Chancen zumindest relativ hoch stehen, dass sie gewinnt. Wie man sieht, sie hat es halt echt nicht drauf. Gehen wir mal gerade noch dahin. Obwohl, das war dumm. Jetzt haben wir, glaube ich, hier schon mal die Chancen ziemlich geschmälert. Und sie setzt hier wahrscheinlich auch wieder irgendwo hin, wo es gar keinen Sinn macht. Ah, doch. Geht sogar. Und du? Ja, gut. Okay, dann kriegen wir es aber doch noch hin. Setzen wir es nämlich hier hin und dann... Es geht eigentlich. Also wenn man absichtlich verlieren will, geht das halt immer noch ganz gut, merke ich gerade. Ich dachte, es wäre schwieriger gewesen damals. So, verzieht euch nochmal. Ja, ja, kennen wir. Ich verzieh mich dann mal. So. At this point, I trade everything for a nap. Ja, ja. Gucken wir uns nochmal hier die Kollegen mit dem den Lehrerfisch an. Barsch-Universität. Okay, who can tell me the name of the evil jester who killed King William of Carandia? Pay attention, children. Keine Ahnung. Don't touch my apple. Och. Können wir dich vielleicht auch ein bisschen hier... Let's liven this class up a little. Johnny, am I going to have to send you to the principal again? Okay, wenn jetzt abgelenkt ist. Zack. Good job. Use the power of the jester. So, wir haben einen Apfel. Sehr gut. Das heißt, wir gehen weiter. Ich glaube, sonst können wir nicht mehr allzu viel machen. That was excellent. Oh no. I want to play tic-tac-toe now. Great. And ich glaube, das ist jetzt am Anfang einfach nur, wenn wir eine neue Gegend betreten oder halt einen neuen Bildschirm betreten, dass es dann sieht, dass wir dann jedes Mal zurückrufen werden. Ich glaube, das wird dann im Laufe der Zeit abnehmen, hoffe ich mal. Dann machen wir das noch schnell fix, das Spielchen. Ja, komm, gehen wir mal dahin. Also im Tic-Tac-Toe ist es eigentlich immer so, wer das Mittelding hat, hat eigentlich schon ziemlich gute Chancen, dass er was reißen kann. Ja, ich denke, das sollten wir hier jetzt auch hinkriegen wieder, dass wir verlieren. Gewinnen können wir jetzt schon... Doch, wir könnten hier mit dem Querding noch... Also theoretisch könnten wir noch gewinnen, aber jetzt könnten wir gar nicht mehr gewinnen. Aber... Pay attention! It is your... Ja, ich weiß. Ich will ja nur gerade mich mal hier hinsetzen.
Dann können wir nämlich jetzt auch die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Habt ihr euch noch verziehen? Und ja, wir gucken, dass wir dann das nächste Mal hier wieder rauskommen. Bis dahin. Ciao, ciao.